Sei gegrüßt, lieber Märchenfan. Schön, dass du meinen Kanal gefunden hast. Wenn dir meine Märchen aus aller Welt gefallen, schenk mir gerne einen Daumen hoch. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Die Entenjungfrau. Eine Maus und ein Sperling lebten einmal genau vor 30 Jahren in großer Freundschaft. Was eines von ihnen fand, gab er auch dem anderen. Alles wurde geteilt. Eines Tages fand aber der Sperling ein Mohnkorn. Was soll man da teilen, dachte er. Pickt man ein einziges Mal hin, bleibt schon nichts mehr übrig. Da schluckte er denn allein das Körnchen hinunter. Doch die Maus erfuhr davon und wollte mit dem Sperling nicht länger zusammenleben. »Lass uns auf Tod und Leben kämpfen«, sprach sie, »versammel du alle Vögel, ich rufe alle vierfüßigen Tiere zusammen.« Und so geschah es. Die Vögel und die vierfüßigen Tiere versammelten sich und schlugen sich lange, lange herum. In diesem Kampfe wurde ein Adler verwundet. Er flog auf eine Eiche, setzte sich auf einen Ast. Zu dieser Zeit jagte jedoch ein Bauer im Walde und hatte gar kein Glück. »Wenigstens einen Adler will ich schießen«, dachte der Bauer. Er hatte aber noch nicht Zeit gehabt, nach der Flinte zu greifen. Als der Adler mit menschlicher Stimme sprach, »Töte mich nicht, guter Gesell, ich hab dir ja nichts Böses getan.« Da ging der Bauer weiter und wanderte lange umher, aber bekam nicht einen einzigen Vogel zu Gesicht. Er ging zum zweiten Mal zu der Eiche und wollte den Adler schießen. Und schon hatte er angelegt, als der Adler ihn wieder bat, ihm sein Leben doch zu lassen. Der Bauer ging weiter, wanderte wieder lange umher und fand nichts. Wiederum kam er zum Adler, zielte und schoss ab, doch die Flinte versagte. Der Adler aber sprach, »Töte mich nicht, guter Geselle, einmal werde ich dir von Nutzen sein. Nimm mich lieber zu dir, pflege mich und mach mich gesund.« Der Bauer hörte auf ihn, trug den Adler in seine Hütte und fütterte ihn mit Fleisch, schlachtete ihm mal ein Schaf und mal ein Kalb. Der Bauer lebte aber nicht allein im Haus, sondern hatte eine große Familie, und die fingen an zu murren, weil er alles für den Adler hingab. Der Bauer duldete es lange Zeit, und endlich aber sagte er zum Adler, »Fliege fort, wohin du willst, ich kann dich nicht länger bei mir behalten.« »Lass mich erst meine Kräfte erproben«, antwortete der Adler. Und er schwang sich hoch hinauf, ließ sich wieder auf die Erde nieder und sprach zum Bauern, »Behalt mich noch 3 Tage bei dir.« Der Bauer war zufrieden. 3 Tage vergingen, sprach darauf der Adler zum Bauern, »Die Zeit ist gekommen, miteinander abzurechnen. Setz dich auf mich.« Der Bauer saß auf. Der Adler schwang sich in die Höhe und wandte sich zum blauen Meer. Er flog ein Stück über das Ufer hinaus und sprach zum Bauern, »Schau dich um und sage mir, was ist hinter uns, was ist vor uns und was ist unter uns?« Der Bauer antwortete, »Hinter uns ist das Land, vor uns das Meer und über uns der Himmel, unter uns das Wasser.« Da schüttelte sich der Adler und der Bauer stürzte ab. Doch der Adler ließ ihn nicht ins Wasser fallen, sondern fing ihn im Fluge wieder auf.
Er flog dann bis zur Mitte des blauen Meeres und fragte ihn abermals: Was ist hinter uns, was ist vor uns, was ist über uns und was ist unter uns? Hinter uns ist das Meer und vor uns ist das Meer, über uns der Himmel und unter uns das Wasser. Der Adler schüttelte sich und der Bauer stürzte wieder ab und fiel ins Meer. Der Adler ließ ihn aber nicht versinken, sondern packte ihn und setzte ihn sich wieder auf. Sie näherten sich darauf dem anderen Ufer, und abermals fragte der Adler den Bauer: Was ist hinter uns und was ist vor uns? Was ist über uns und was ist unter uns? Antwortete der Bauer: Hinter uns ist das Meer und vor uns das Land, über uns der Himmel und unter uns das Wasser. Der Adler schüttelte sich und der Bauer fiel ins Wasser, sank ganz unter und ertrank schon fast um ein Haar. Doch der Adler zog ihn heraus, setzte ihn sich auf und sagte: War es dir angenehm zu versinken? So war auch mir zumute, als ich auf dem Baume saß und du mit der Flinte auf mich zieltest. Jetzt haben wir im Bösen miteinander abgerechnet. Lass uns nun im Guten abrechnen. Sie flogen aufs feste Land. War es nah davon, war es weit? Da sahen sie auf einmal eine kupferne Säule mitten auf dem Felde stehen. Lies die Aufschrift auf der Säule, befahl der Adler. Und der Bauer las: 25 Werst hinter dieser Säule liegt die Kupferstadt. Geh in die Kupferstadt, dort wohnt meine Schwester. Bitte sie um das kupferne Kästchen mit dem kupfernen Schlüsselchen. Doch was sie dir auch wird geben wollen, nimm nichts von alledem, weder Gold noch Silber noch Edelsteine. Der Bauer kam in die Stadt und ging geradewegs zur Zarin. Guten Tag, dein Bruder schickt dir einen Gruß. Woher kennst du meinen Bruder? Ich hab ihn ja gefüttert, als er krank war, 3 Jahre lang. Danke dir dafür, Bäuerlein. Hier hast du Gold und Silber und Edelsteine. Nimm so viel dein Herz begehrt. Der Bauer nahm aber nichts davon und bat nur um das kupferne Kästchen mit dem kupfernen Schlüsselchen. Sie verweigerte es ihm jedoch und sprach: Nein, nein, mein Täubchen, das ist mir gar zu teuer. Es ist dir zu teuer, so brauche ich gar nichts weiter. Er verneigte sich, ging zur Stadt hinaus und erzählte alles dem Adler. Das macht nichts, sagte der Adler, setz dich nur auf mich. Der Bauer saß auf und sie flogen dahin. Da stand mitten auf dem Felde eine Säule, ganz von Silber war sie. Der Adler ließ den Bauern die Aufschrift lesen und er las: 50 Werst hinter dieser Säule liegt die Silberstadt. Geh in die Silberstadt. Dort wohnt meine zweite Schwester. Bitte sie um das silberne Kästchen mit dem silbernen Schlüsselchen. Der Bauer kam in die Stadt und ging geradewegs zu der Zarin, des Adlers Schwester. Er erzählte ihr, wie der Bruder bei ihm gelebt und wie er ihn gepflegt und gefüttert habe, und bat um das silberne Kästchen mit dem silbernen Schlüsselchen. »Es ist wahr«, sprach die Zarin, »du hast meinen Bruder gerettet. Nimm daher so viel du willst an Gold, Silber und Edelsteinen, doch das Kästchen gebe ich nicht her.« Der Bauer ging zur Stadt hinaus und erzählte alles dem Adler. »Das macht nichts«, sagte dieser, »setz dich nur auf mich.« Der Bauer saß auf und sie flogen dahin.
Da stand mitten auf dem Felde eine Säule, ganz von Gold war sie. Der Adler ließ den Bauern die Aufschrift lesen, und dieser las: 100 Werst hinter dieser Säule liegt die Goldstadt. Geh hin, in dieser Stadt wohnt meine Lieblingsschwester, sagte der Adler. Bitte sie um das goldene Kästchen mit dem goldenen Schlüsselchen. Der Bauer ging geradewegs zur Zarin, des Adlers Lieblingsschwester, und erzählte ihr, wie der Adler bei ihm gelebt und wie er den Kranken gepflegt und womit er ihn gefüttert und getränkt habe, und bat um das goldene Kästchen mit dem goldenen Schlüsselchen. Die Zarin sagte nichts dagegen und gab ihm gleich das Kästchen. »Ist mir das Kästchen auch lieb, ist mir der Bruder noch lieber.« Der Bauer nahm das Geschenk und ging zur Stadt hinaus zum Adler. »Geh jetzt nach Hause«, sagte der Adler, »aber hüte dich und öffne das Kästchen nicht eher, als du zu Hause sein wirst.« So sprach er und flog davon. Der Bauer blieb lange fest, obwohl ihn die Neugier plagte. Er brachte es jedoch nicht fertig, die Zeit abzuwarten, und öffnete das goldene Kästchen, noch ehe er zu Hause war. Kaum hatte er es aber aufgemacht, so entstand vor ihm die goldene Stadt. Der Bauer verschlang sie mit den Augen und konnte sich nicht satt sehen. Ein Wunder schien es ihm, und aus dem Kästchen die ganze große Stadt herausgesprungen war. Unterdessen schickte aber der Zar, in dessen Land die goldene Stadt entstanden war, zum Bauern und ließ ihm sagen, er solle ihm entweder die Stadt überlassen oder das, was er zu Hause habe, wovon er jedoch nichts wisse. Die Stadt wollte der Bauer nicht hergeben und dachte bei sich, das wegzugeben, wovon ich nichts weiß, wird mir nicht leid sein, und er entschied sich für das Zweite. Kaum hatte er aber seine Antwort gesagt, war die Stadt verschwunden. Der Bauer stand allein auf weitem Feld, und neben ihm lag das goldene Kästchen mit dem goldenen Schlüsselchen. Der Bauer nahm das Kästchen auf und wanderte heimwärts. Als er aber in sein Haus trat, kam ihm sein Weib mit einem Säugling entgegen, den sie geboren hatte, während der Bauer fortgewesen war. Jetzt erst ward er gewahr und erkannte, was der Zar des heidnischen Landes von ihm gefordert hatte. Doch nun war nichts mehr zu machen. Er ließ die goldene Stadt entstehen und zog seinen Sohn auf, bis zu der Zeit, da er ihn fortgeben sollte. Und als der Sohn 18 Jahre alt geworden war, ließ der Zar des heidnischen Landes sagen, dass es Zeit sei, abzurechnen. Weinend gab der Bauer seinem Sohn den Segen und schickte ihn zum Zaren. Der kühne Bursch ging über Weg und Steg, kam an den Donaufluss und ließ sich dort am Ufer nieder, um sich auszuruhen. Da sah er 12 Jungfrauen, eine schöner als die andere. Sie kleideten sich aus, verwandelten sich in graue Enten und flogen fort, um sich zu baden. Der Jüngling schlich sich hinzu und nahm einem der Mädchen das Gewand weg. Als sich die Enten genug im Bade getummelt hatten, flogen sie ans Ufer. Alle zogen sich wieder an, nur der einen fehlte ihr Kleid. Die anderen flogen fort, diese aber weinte und bat den kühnen Burschen, »Gib mir mein Gewand wieder,
Einmal werde ich dir noch von Nutzen sein. Der Jüngling überlegte es sich lange und gab ihr dann das Kleid zurück. Darauf kam er zum heidnischen Zaren. Hör, guter Gesell, sprach der Zar des heidnischen Landes, such meine jüngste Tochter aus unter all den Zwölfen. Findest du sie richtig heraus, so lass ich dir frei, in alle vier Winde zu laufen. Wenn aber nicht, so gib dir selbst die Schuld. Doch als der kühne Bursch den Palast verließ, kam ihm die jüngste Zarentochter entgegen und sprach, »Du gabst mir mein Gewand zurück, guter Gesell, darum will ich dir von Nutzen sein. Morgen wird mein Vater von Schwestern alle zeigen und dir befehlen, mich herauszufinden. Wir sind aber alle eine der anderen gleich, darum gib Acht, auf meinem linken Ohr wird eine Mücke sitzen.« Am Morgen rief der heidnische Zar den Jüngling zu sich, zeigte ihm seine 12 Töchter und sprach, »Rate, welche meine jüngste Tochter ist!« Der kühne Bursch schaute sie sich an. Auf die wies er hin, der eine Mücke auf dem linken Ohre saß. Da brüllte der Zar und schrie, »Hör, mein Bursch, Betrug ist dabei, aber mit mir ist nicht zu spaßen. Errichte mir bis morgen einen weißsteinernen Palast. Meiner Schau ist alt geworden, da will ich in den neuen ziehen. Vollbringst du's, geb ich dir die jüngste Tochter zur Frau. Wenn nicht, wirst du des Todes sein.« Da ward der Jüngling sehr traurig und verließ den heidnischen Zaren. Die Zarentochter kam ihm aber entgegen und sprach, »Gräme dich nicht, bet zu Gott und leg dich schlafen. Bis morgen wird alles fertig sein.« Der kühne Bursche legte sich zur Ruhe und schlief auch ein. Am Morgen schaute er zum Fenster hinaus. Der neue Palast stand fertig da, und die Meister gingen herum und schlugen hier und dort noch einen Nagel ein. Der Zar des heidnischen Landes gab dem kühnen Jüngling seine jüngste Tochter zur Frau. Sein Zarenwort wollte er nicht brechen, aber auch seine bösen Pläne wollte er nicht aufgeben, sondern gedachte, den Jüngling mitsamt der Tochter zu töten. Die junge Frau ging nachzuschauen, was der Vater und die Mutter machten. Sie kam zur Tür und hörte, wie sie Rat hielten und beschlossen, die Tochter und den Schwiegersohn zu töten. Die Zarentochter lief zu ihrem Mann, verwandelte ihn in einen Tauber und sich selbst in eine Taube und flog mit ihm seiner Heimat zu. Das erfuhr der heidnische Zar und ließ ihn nachsetzen. Die Verfolger jagten hinterher, aber holten niemanden ein. Sie sahen nur einen Tauber und eine Taube und kehrten wieder um. »Wir haben sie nicht eingeholt«, sagten sie zu ihrem Zaren, »nur einen Tauber und eine Taube haben wir gesehen.« Der Zar erriet, dass sie das gewesen waren, war zornig auf die Verfolger und ließ sie hängen und schickte neue aus. Die jagten nach und eilten dahin und kamen an einen Fluss. An diesem Fluss aber stand ein Baum. Da sahen die Verfolger, dass dort niemand zu finden war, kehrten zum Zaren zurück und erzählte ihm vom Fluss und vom Baum. »Das waren sie ja«, schrie der Zar des heidnischen Landes, ließ auch diese Verfolger hängen und jagte selbst hinterher. Er ritt und ritt und kam zu einem Gotteshaus. Er trat ein, aber dort ging nur ein alter Mann herum und zündete die Lichter vor den heiligen Bildern an.
Da fragte ihn der Zar, ob er die Flüchtlinge nicht gesehen habe. Der Alte antwortete, dass sie schon längst in der goldenen Stadt angelangt seien, die 100 Werst weiter liege. Da schlug der Zar aus Wut gegen die Erde, doch zu machen war nichts mehr. Er musste umkehren. Kaum aber war er fort, so verwandelte sich die Kirche in die Zarentochter und der alte Mann in den kühnen Jüngling. Sie küssten sich und gingen zu Vater und Mutter in die goldene Stadt, die 100 Werst von dort lag. Sie kamen hin und wohnten in der Stadt und lebten glücklich und zufrieden und mehrten ihr Hab und Gut.